Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Es hat gerade hier ein bisschen gehuckelt. Und was ich jetzt direkt zu Anfang mache, ist die Musik ein bisschen lauter machen. Ja, ihr denkt bestimmt, warum noch lauter? Sie war ziemlich leise in den Aufnahmen. Also will ich jetzt mal meinen. Ich habe sie mir alle nochmal angehört und es war ein bisschen leise und es hat gerade ein bisschen gehuckelt. Ich hoffe, das passiert gleich nicht noch einmal. Wäre ein bisschen komisch und schade, wahrscheinlich, weil ich im Hintergrund gerade noch render und ein Video hochlade. Das kann daran liegen. So, in der letzten Aufnahme haben wir so ein bisschen mit den ganzen Leuten gesprochen, hier in der Hauptstraße, genau so hieß es. Und wir gehen jetzt mal nach Vatras, damit wir das so schnell wie möglich hinter uns haben. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Ja, so genug gepredigt. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Wir haben einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? 200 Erfahrungspunkte, habt ihr das gesehen? Wie geil. In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Cavalorn. Von Cavalorn, dem Jäger. Cavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Alles klar, so, wir klappern jetzt hier so die wichtigsten Sachen durch. Wir bleiben hier jetzt nicht so 15 Minuten oder so. Und ich sag's euch, das kann man mit dem guten Vatras hier locker, also man kann ihn mit dem Vatras hier bestimmt 15 Minuten einfach totschlagen. Das mache ich jetzt aber nicht. So, wir haben ein paar Steintafeln. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ja. Das bringt ordentlich Erfahrungspunkte für jede Steintafel, die wir ihnen bringen. Und noch ein paar Heiltränke, das ist eine gute Sache eigentlich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Jawohl. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Wieder eine Stufe höher, das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir wieder 10 Lernpunkte, das heißt, wir könnten, noch nicht ganz unseren Einhänder auf, wie heißt das eigentlich nochmal, auf gelernt bringen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie das heißt. Und wir könnten natürlich auch unsere Stärke oder unser Geschick höher bringen. Ah, gucken wir gleich nochmal. Ich schau mal eben, was man hier... Erstmal bitten wir ihn um seinen Segen. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Gut, jetzt haben wir schon mal einen Segen für den guten Torben. Er soll uns jetzt mal ein bisschen über den Ring des Wassers erzählen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Cavalorn schickt uns. Cavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So, also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ja, das wollen wir. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Ja, normalerweise würden die Ersten, die Gothic spielen, ihnen jetzt die ganze Zeit ins Gesicht lügen, aber der Vatras durchschaut uns natürlich, deswegen sagen wir hier direkt die Wahrheit. Das ist ein guter Kerl, also das könnt ihr mir glauben. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, vom Xardas. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich?
Wir sind der namenlose Held. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Corinas. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Genau. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das stimmt. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Alles klar. Was müssen wir denn tun? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Okay, ja, was wäre denn angemessen? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Corinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Alles klar. Er wird uns aber allerdings nicht vorlassen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun, wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Alles klar, das werden wir tun. Das werde ich tun. So, ich schaue jetzt mal eben. Na, das können wir noch nicht anklicken. Warte mal ganz kurz, ich versuche jetzt noch mal hier ein bisschen was über den... Wir versuchen jetzt noch was über den Ring des Wassers zu erfahren, weil eigentlich könnten wir noch einen schönen Gegenstand hier abklappern. Ich mach das mal jetzt schnell. Wir sind hier zwar schon seit fast 7 Minuten mit ihm am Reden. Das ist richtig krass. Ich beeile mich hier ein bisschen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Alles klar. So, jetzt klappern wir erstmal hier die Fragen durch, weil dann kriegen wir einen richtig coolen Gegenstand, der ordentlich Wert hat. Das könnt ihr mir glauben. Passt mal auf. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Corinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Okay, das hat sich interessant angehört. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Das ist mir klar. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Okay. Geht's auf etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Corinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Das werden wir. So, und jetzt passt auf. Kann uns etwas auf dieser Suche behilflich sein? Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann.
Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Oh ja. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Das hört sich doch gut an. Kann das Irrlicht eigentlich noch mehr? Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Alles klar, danke. Danke, ich werde gut darauf achten. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal mit dem Gespräch hier. Warte, wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Alles klar. So, das waren jetzt circa 10 Minuten, vielleicht sogar schon 11. Boah, das tut mir sehr leid, aber ihr habt gesehen, wir haben jetzt ein Erzamulett bekommen. Ein Irrlicht. Dieses Amulett hat 1600 Werte. Sehr, sehr geil. Das werden wir oft benutzen, auch hier in der Stadt. Aber jetzt erstmal überlege ich gerade, was wir noch machen könnten. Wir können jetzt noch schnell zum Feuermagier da hinten, wie ihr ihn schon sehen könnt, wie er da gerade Wacholder trinkt. Das gehört sich aber nicht so als Magier oder besser gesagt sogar Priester. Naja, komm, wir schnacken mal mit dir. Okay, genug Geld haben wir, weil wir... Das ist so ein Geizhals, der will jetzt ein bisschen Geld von uns. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Wir wollen deinen Segen. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Naja, du Halsabschneider, naja. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Okay, 50 geht einigermaßen noch. Jetzt haben wir noch den Segen des Herrn Innos. Wir schauen jetzt nochmal hier, was am Marktplatz abgeht. Die haben hier schöne Sachen bei. Es geht jetzt schon 13 Minuten ungefähr die Aufnahme. Ich würde sagen, dann klappern wir noch ein bisschen den Marktplatz ab. Und in der nächsten Aufnahme fangen wir dann an, hier die Quests zu erledigen, die wir offen haben. Ich schaue mal eben. Zum Beispiel Fälle für Bostbar oder der Segen der Götter können wir dann schön schnell schon abliefern. Naja, na Sarah? Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Harkon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Na, zeig uns mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, mal schauen, was die so dabei hat. Wow, ein Kriegshammer, alle schöne Einhandwaffen. Also ich werde definitiv als Einhänder spielen, das weiß ich jetzt schon. Ich guck mal schnell, ob wir hier noch irgendwas verkaufen können. Na, sieht nicht so aus. Wow, Vatras hat uns gerade diese fetten Tränke gegeben. Elixier der Heilung, 100 Lebensenergiebonus. Also wenn wir mal richtig krass verletzt sind, können wir die schnell schön schlürfen. Hier haben wir noch ein Kurzschwert, so ein Degen. Das sind alle sehr coole Waffen. Wir klappern mal jetzt mal jeden Händler hier ab. Das hier ist noch ein sehr, sehr guter Händler. Man sieht schon hier, was der für Waren anzubieten hat. So ein paar Tränke, Kräuter.
Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Ja, hätte ich mir denken können. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Oh, schön. 10 Essenzen der Heilung. Hier noch 2 reine Lebensenergie. Vollständige Regeneration. Das sind sehr gute Tränke. Und seine Feuerregen, genau. Seine Sprollen. Ihr seht schon, jede Spruchrolle benötigt nur 5 Mana-Punkte. Und wir haben, glaube ich, 10. Also ihr seht schon, wir können alles benutzen. Alles. Also fast alles. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar, die wir nicht aktivieren können. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir kaufen uns davon bald ein paar. Oder sollen wir uns jetzt schon Feuerregen holen? Ich weiß ja nicht so recht. Ich weiß... Ja doch. Dafür habe ich noch einen Plan auf Lager. Kostet 250 Gold, dieser Feuerregen. Aber ihr werdet nachher schon sehen, was ich damit anzufangen weiß. So, jetzt reden wir noch hier mit Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ja, zeig uns deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, das hier ist ein Waffenhändler, wie man gerade schon gehört hat. Mal hat er so das Übliche, genau wie die anderen. Grobes Bastardschwert, auch nicht schlecht, ne? Die haben so geile Waffen bei, können wir leider noch nichts von tragen. Aber das wird sich bald auch ändern. Können wir ihn hier irgendwas fragen? Ja, komm, fragen wir ihm das hier. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir, ich glaube Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, interessant. Naja, was weißt du denn noch über die Paladine? Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Hat man gerade gesehen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Du hast doch richtige Klingen hier in deinem Inventar. Naja, erzähl uns mal mehr über die Gegend. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Ja, wo bekommst du deine Waffen her? Harald, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Die aber auch geil sind. Was weißt du denn über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Okay, wir werden uns darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Ja. Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Boah, ja, würde ich sagen. Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Alles klar, so, jetzt haben wir noch eine Quest. Sehr schön, es ist mittlerweile Nacht geworden, so schnell geht das hier in Gothic. Wir schnacken noch schnell mit einem einzigen, der wird hier jetzt schön am Bierstand sein. Ich nenne das einfach mal Bierstand, mir ist natürlich wieder der Name entfleucht, aber Bierstand trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. So, wo ist denn der Gute, mit dem ich noch reden wollte? Mit Bartok gehen wir gleich auf die Jagd? Über ihn hat uns ja Boss mal was erzählt. So, Jora. Hey, Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb?
So wär's nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Du wurdest bestohlen? Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Ja, wir beschaffen's dir wieder. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Wir wollen ins obere Viertel. Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Schöner Rücken. Da hast du den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Alles klar. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Dieser Rücken! Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Alles klar, das machen wir. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladiner da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, alles klar. Wir müssen weiter. So, theoretisch gesehen könnten wir jetzt auch mit diesem Rengaru reden. Ich verstehe gar nicht, warum er ihn sich nicht eigentlich packt. Der ist 2 Meter von ihm entfernt. Hey. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem Jura meinte, du hättest sein Gold. Die Wälder und Wildnis in der Umgebung nichts wie weg. Boah, red doch nicht so ein blödes Zeug im Hintergrund, du. Ja, jeglicher Kontakt ist uns egal. Wir rennen jetzt hier hinterher. Dann haben wir schon eine Quest wieder erledigt. Außerdem warten da ein paar nützliche Gegenstände auf uns. Und ich hoffe, es fängt hier nicht an zu laggen. Ich weiß noch von früher, die Hafenstadt ist ein bisschen aufwendiger als der Rest hier in Gothic. Da hat mein Laptop einfach mal den Geist aufgegeben und hat richtig angefangen zu ruckeln. So, da ist ein Lederbeutel, das weiß ich zum Glück noch. Rengaru lauert hier unten. Und hier um die Ecke müsste noch ein schöner Feldknöterich sein. Genau. Daraus bauen wir später schöne Tränke. So, hallo. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du gibst uns ein Teil der Beute. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Na schön, ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich gebe dir die Hälfte ab. Wieso hat er jetzt dieselbe Stimme gehabt wie der Held? Naja, nein, du gibst uns alles. Nein, du gibst mir alles. Du nimmst mich also aus. Na gut, dann nimm das Gold. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Alles klar, machen wir das mal. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. So, wir haben ihn bis aus den Knochen ausgenommen und es ist wahrscheinlich gerade wieder sehr dunkel in der Aufnahme. Ich zuck mal hier schnell eine Fackel. Zack. Jetzt seht ihr wenigstens ein klein bisschen mehr. Und hier auf den Dächern von Kurinis warten ein paar nützliche Gegenstände auf uns. Deswegen klappere ich hier die Dächer noch ein bisschen ab. Hier ist ein schöner Lederbeutel. Das war das erste. So, hüpfen wir mal hier hin. Da ist eine Spruchrolle. Auch sehr schön. Das müsste der Eispfeil gewesen sein. Ja. 50 Magieschaden, sehr schön. So, da unten ist ein Silberpokal. Ne, ein Trank. Ich dachte, das wäre ein Pokal. Da ist schon wieder ein Lederbeutel. Geil. So. Noch was vielleicht? Ne, ich sehe gerade nichts. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Nein. Falsch gehüpft. Jetzt aber. Perfekt. Hier wartet noch ein Lederbeutel auf uns. Dankeschön. Und hier unten ist Honig. Mal schauen, was wir hier noch finden. Wir werden hier schön alle Dächer abklappern. Bloß jetzt gleich ist die Aufnahme schon vorbei. Wir haben sehr viel geredet. Das Gute allerdings ist, in der nächsten Aufnahme geht es dann richtig los. Glück haben wir gehabt, nicht Pech. So, dann springen wir jetzt mal hier hin und schaffen was von dem... Ja, auf das Haus zu jumpen. Ja, geht sogar. Gucken, ob hier auch noch was auf uns war. Oh, ein Trank, da sehe ich doch schon blubbern. So, in der nächsten Aufnahme geht's dann los und dann klappern wir schön die Mission ab, gehen wieder ein bisschen in die Wildnis, darauf freue ich mich. Die Aufnahme hier geht so, ich denke mal, 25 Minuten zum Schluss ungefähr, so werden noch die anderen Folgen
gehen ungefähr. Boah, ist das dunkel gerade. Wir gehen hier mal gleich irgendwo schlafen. Boah, alter Schwede, ist das dunkel. So, jetzt hier mal schön runtergejumpt. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, das hatte ich, glaube ich, schon in der Aufnahme hier vor erwähnt gehabt, dass wir noch ein paar Milizen den Arsch versohlen. Denn ihr habt ja vom, Harad hieß er? Oder Hakon, genau. Von Hakon gehört, dass die dass so ein Joe irgendwie so ein paar Schlüssel zu diesen, zu den Türmen von der Stadt hier, dass er halt so welche Schlüssel hatte. Und die bekommt man, wenn man entweder Taschendiebstahl erlernt oder den, Wachen ordentlich den Hintern versohlt. Denn die haben diese Schlüssel meistens immer im Inventar. Und da wäre sowieso nicht so gern mit den Milizen was, unternehmen oder für die, besser gesagt, später arbeiten. Denke ich mal, ist das was ganz Lustiges. Außerdem kriegen wir noch Erfahrungspunkte. Ich mache mal einen dritten Spielstand, sicher ist sicher. Und dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.